Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ein Thema, was sich seit über einem halben Jahr gewünscht wird. Ich habe es bis heute nicht gemacht. Ich habe immer gesagt, ich mache es, aber ich habe einfach keinen Bock dazu, weil es ist anstrengend, man muss erstmal eine Location finden. Es ist das lang ersehnte Ausrüstungsvideo. Grüße gehen raus an Raphael aus Österreich, du wartest glaube ich schon am längsten. Ja, die Location hier ist eine alte Ziegelei. Jetzt windet es, na ganz toll. Hier war ich mit Heiko und da schon mal. Heute bin ich wieder mit Heiko hier. Ich bin immer noch zu groß für meine Kamera. Vielleicht bin ich immer noch zu groß für meine Kamera. Ja, jetzt sollte es halbwegs passen. Naja, ich werde euch zeigen, was ich in meinem Rucksack habe, was ich mit auf Tour nehme. Und ja, bleibt dran. Oh, ja, genau, ich muss mich hier komisch hin und her biegen, damit ich drauf bin. Ja, fangen wir mal mit meinem Rucksack an. Das ist das Miltec US Army Assault Pack auf Amazon gekauft. Ich glaube für 30 Euro irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon. Der hat schon 2,5 Jahre oder so im Buckel, hält trotzdem immer noch top, das Ding. Alle Produkte sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Gehe ich zumindest stark von aus, dass ich vergesse es. Dann tut es mir natürlich nicht leid. naja, dann fangen wir mal mit einem kleinen Review zu Teil hier an. So, das gute Stück hat 1, 2, 3, 4 und hinten nochmal für eine Trinkwasserflasche, so ein Beutel. 5 Taschen hat das gute Stück, 5 große Taschen. Ja, dann fangen wir mal an. Was haben wir hier drin? Da haben wir drin. Oh. In der Tasche haben wir drin den guten alten Patona. Premium Series DMW BLC12 Kameraakku mit 1000 mAh, 7,2 Volt. Läuft halt für meine Kamera. Ich habe nur 2 Akkus für die Lumix, aber zu der Lumix kommen wir gleich. Die stellen wir am Ende nochmal richtig vor. Dann packen wir das wieder ein. Was haben wir denn noch hier drin? Da drin haben wir noch einen Cardreader, der ist normalerweise nicht im Rucksack. Das ist nur vom Livestream gestern Abend. Und weil ich bei Heiko noch geschnitten habe, hier unten drin sind Akkus, die hole ich nicht raus. Die schimmeln da schon seit ein paar Jährchen vor sich hin. Die sind ausgelaufen irgendwann mal. Und in der Tasche haben wir dann ein gutes USB-C Ladekabel für Kamera und Handy. Dann haben wir hier drin... wieder dasselbe Drama. Dann haben wir hier drin ein Lumix Ladegerät für Kameraakkus. Kommen wir nachher aber auch nochmal zu, wenn wir die Kamera vorstellen. Tschüss. Was haben wir hier noch drin? Das ist Everyday Equipment. Braucht man auch mal natürlich eine Unterhose, gehört immer in den Rucksack rein. So, dann haben wir in dieser Tasche drin, in der vordersten kleinen Tasche, eine... entschuldigt die Windgeräusche, ich versuche das irgendwie zu regeln, wenn ich wüsste, wo mein Mikrofon sitzt, egal. Eine Anker Powerbank mit 26.800 mAh. Tolles Teil, 3 Anschlüsse zum Laden, dann hier nochmal USB-Micro-Input, um Micro-USB-Input, um aufzuladen. Hier ist ganz lustiges Gimmick, eine kleine Taschenlampe. Die kann sogar was, aber die Powerbank ist halt leer vom Akku. Naja, holen wir mal das nächste. Viele von euch haben nur sehnlichst darauf gewartet, dass ich dieses tolle Prachtstück endlich mal in meinen Händen halten darf, weil das letzte Video war ja die IT-Firma, ich bin da ohne Maske rumgelaufen und habe jetzt zu 95% Lungenkrebs nach der Nummer. Ist halt so, ne? Man lebt nur einmal, man muss sein Leben ausnutzen, aber dank Raphael übrigens auch bin ich jetzt stolzer Eigentümer einer Trägermaske. Ich glaube, das ist die, weiß nicht, die Explore Pure, die Explore 3500 LR oder so, mit den Pure P3 Filtern von Dräger, die wirklich gegen alles schützen. Ist ein nettes Gerät. Ich sehe damit aus wie Darth Vader, wenn ich sie aufgezogen kriege. Nein, ich bin der Harald. Nein, ich bin der Harald oder auch Darth Vader. Ich bin dein Vater. Naja. Also, wie gesagt, hier mit den P3 Trägerfiltern, die bis 2022 haltbar sind. Man kann durch das Träger-Bajonett auch noch sämtliche andere Filter von Träger dafür kaufen.
generell ein Top-Hersteller, auch gerade wenn es um Sachen Masken geht, weil halt bei der Feuerwehr Träger, ja, normalerweise hat eigentlich jede Feuerwehr PA von Träger. Passt schon. Naja, machen wir weiter am Konzept. Es windet schon wieder wie scheiße, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich werde ganz sauer. So, dann kommen wir natürlich für... Ist natürlich immer dabei, braucht man ja immer auf Lost Place Tour. Ganz, ganz wichtig. Man könnte sie ja immer wieder gebrauchen. Huiuiui. Na, stell's scharf. Die guten Server-Festplatten von Western Digital, die kann man immer mal gebrauchen. Die braucht man auf jeden Fall auf jedem Lost Place. Nee, die habe ich nur im Rucksack geladen, weil ich mir einen am Wochenende jetzt hier wegen Livestream etc. Und weil mir eine Festplatte gestorben ist, wäre die zwei Server-Platten waren, die ich den Eis dann da integrieren könnte. Oh, und dann kommen wir jetzt hier zu mit einem der wichtigsten Komponenten eigentlich in meinem Rucksack. Dieses schwarze Köfferchen. Man denkt sich, ob ich hier irgendwas Schmuddeliges oder Drogen oder sonst was drin verstecke, aber nein. Ich werde jetzt exklusiv für Sie dieses schwarze Täschchen öffnen. Und ja, Achtung, Drogen. Nein, es ist von Newer. Und zwar einmal dieses Teil. Ist gerade das Bajonett nicht dran, der Blitzschuh, weil das Ding halt zusammengepackt ist in dem Holster. Aber es ist die Newer CN160 Videoleuchte und ja, ich sag mal, die ist ziemlich hell. Also, ja, lass es mal wieder scharf stellen. So ist ohne Licht, so ist mit Licht. Die kann schon was. Oder? Ist hier hell? Mhm. Mhm. Naja, und mit Bestandteil dieses, naja, Päckchens, Tütchens, Koffers sind nochmal zwei Videoleuchtenakkus. Mit dem dritten, der in der Leuchte drin ist. Ah, ein Videoleuchten-Akkuladegerät für die Steckdose ist ja, englischer Stecker mit Adapter auf EU-Stecker. Naja, dann, was haben wir da noch drin? Feines. Ist gleich fertig. Ja. Ein Stecker, beziehungsweise ein Akkuladegerät für USB, also mit USB ladbar zum Beispiel, kann ich es an eine Powerbank oder einen Zigarettenanzünder hängen. Und nun kommen wir zum letzten Part dieses Koffers. Dieses tolle Mäppchen, hier kann man einen Filter reinpacken. Hier ist jetzt nur der orangene Filter drin, der Warmweißfilter, der Kaltweißfilter ist nämlich vor der Leuchte vor, den benutze ich immer. Aber man hat dann hier quasi so eine, ja, quasi so eine Auswahl von Filtern. Ganz praktisch auf jeden Fall. Aha, beinahe habe ich den kleinen Banausen hier vergessen. Ah, einen Moment. Wir sind mittlerweile schon in der großen Tasche angelangt. Dort ist die gute GoPro Hero 4 in der Black Edition drin. Darin ist eine 64 GB SanDisk Extreme Speicherkarte. Ein ganz, ganz tolles Gerät. Hängt am Kopfband. Ist halt für so die ein oder andere Schwerverbrecheraktion, wo ich nicht direkt meine große Kamera mitnehmen möchte. Perfekt für geeignet. Naja, viel habe ich glaube ich nicht mehr im Rucksack. Ich schaue mal, was ich noch finde. Sonst geht es gleich halt an die Kamera ran. Hier drin windet es ganz schön, es klappert oben an der Decke, aber wir haben noch ein letztes Teil im Rucksack und zwar Wind. Dieses tolle Pfefferspray hier haben wir noch im Rucksack, ist, weiß ich gar nicht, Pfefferspray 15, also Stärke 15, Ballistic Jet, ich glaube da brauche ich einen kleinen Waffenschein für, weiß ich gar nicht. Ist mir auch relativ egal, ist bis jetzt erst zweimal zum Einsatz gekommen. Ich würde jetzt aus Spaß nochmal hier hinsprühen, aber der Wind kommt von hinten und dann hier von der Seite und dann ist eher uncool für mich. Wundert euch nicht wegen der Kameraqualität, wir sind jetzt aus Handy umgeswitcht, weil ich muss euch den Lumpen hier noch vorstellen. Und zwar ist das, wenn das denn mal fokussiert, die Panasonic Lumix G70 mit dem 14-42mm Kit-Objektiv dran. Steht aktuell auf einem Dörr Foto Pro Stativ, wird bald durch ein K&F Concept ersetzt, das Hipster Stativ, was jeder von uns hat. Außer Heiko, der wird nie ein Stativ haben, glaube ich. Naja, das gute Stück ist, ja, ich glaube 800 € habe ich dafür früher bezahlt. Ein ganz schnuckliges Gerät. 128 GB SanDisk Extreme Speicherkarte steckt drin, ein Lumix Original Akku mit 1450 mAh, dann nochmal der Zweitakku, der in der Tasche dort drin ist. Naja, an sich eine schnuckelige Kamera, kann 4K,
eigentlich alles, was man braucht. Hat ein, was ich wirklich von Vorteil finde, was viele Kameras nicht haben, wie zum Beispiel von Felix und Paul und so weiter, die 6300er, keinen schwenkbaren Display. Den habe ich jedoch, nur ein bisschen labbrig, weil das Scharnier kaputt ist. Aber naja, ich denke mal, das sollte schon irgendwie passen. Dann haben wir den Lumpen jetzt auf jeden Fall auch schon mal vorgestellt. Das war es aber auch schon wieder fast. Ja Leute, ich bin zwar ziemlich dunkel gerade, weil wir haben es 1.35 Uhr, aber es ist bei mir mal wie immer dasselbe Trauerspiel. Ich habe meine Abmoderation mal wieder vergessen. Na, ich hoffe, euch hat das Ausrüstungsvideo gefallen. War so ein kleiner Einblick in meine Technik, war jetzt nichts Großes. Ja, da seht ihr, ich bin gerade am Schneiden. Da sind die Projektmedien. Ich bin nebenbei noch mit Stefan auf dem Teamspeak. Es ist gerade Dienstag. Ja, heute kommt das Video, beziehungsweise ja, morgen am Mittwoch. Naja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut bei Maiko vorbei. Ja. Und schreibt mir auf jeden Fall mal ein paar Kommentare, wie ihr das Setup so findet. So ein paar Rückmeldungen auch. Naja, und dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.